Was ist mit dem Strom? Im Moment geht's, aber die Leitungen sind aus der Steinzeit. Verdammtes dritte Weltland! Sprichst du von Italien? Nein, Europa ganz allgemein. Wusste nicht, dass England ein dritte Weltland ist. England ist nicht Europa, Rebecca. Wir tolerieren Europa, weißt du? So wie man Herpes toleriert. Dann kommen Rebecca, Sean, Lucy und Desmond also aus England. Ich dachte immer, das wären Amerikaner. Und wir kommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Wie konntest du eine Kopie des Animus bauen? Ach, weißt du, Lucy hat mir Pläne geschickt. Ich dachte, sie konnte da nichts rausschmuggeln. Sie hatte ihre Mittel. Der Rest ist improvisiert. Ha. Wir werden in Assassin's Creed 3 in den Animus 3.0 einsteigen. Nur so mal als Randnotiz. Bin beschäftigt. Okay. Uzi, was gibt's denn bei dir? Gibt's irgendwas zu essen hier? Wer nicht arbeitet, isst nicht. Ein Scherz. Du weißt, dass das Spaß war? Genau. Lächeln und nicken. Da gibt es einen Freiwilligen. Der war es wert. Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und finde den Apfel. Wir zählen auf dich. Was geschah mit Katharina Sforza? Sie ging nach Florenz und bat erfolglos um die Übergabe ihrer Ländereien. Sie starb in Armut. Ah, traurig. So ist das Leben. Oder der Tod, aber ihr versteht mich schon. Wir haben sie also das letzte Mal gesehen, als sie vortritt. Ich frage mich immer noch, warum stand das damals bei Wikipedia, als ich das gelesen habe, dass Katharina Sforza mit grauen Haaren aus der Gefangenschaft geholt wurde. Und das war das Assassin's Creed Wiki. Glaube ich zumindest das. Treffen wir je die Chefassassinen? Ich hörte von einem Treffpunkt, als ich jünger war. Scheinbar gibt es ihn, obwohl ich nicht sicher bin. War es auch nie. Du siehst ihn, wenn wir den Apfel haben. Ja, ich habe die allerhöchsten Erwartungen. Eine private Espresso-Bar zum Beispiel. Reine Geldverschwendung. Du bist schon mal kein Espresso-Trinker. Ich trinke auch kein Espresso. Ich trinke auch keinen Kaffee. Wir haben keine Zeit für Smalltalk. Die E-Mails. Da gibt's ja nichts Interessantes, außer wieder mal ein verlorener MP3-Player oder so. Also zurück. Das Baby wäre soweit. Die Borgia. Sequenz 8. Wenn wir uns wirklich schon um die Borgia kümmern, ist das die letzte Sequenz. Schick erstmal Assassinen auf ihre Missionen. Keine Mission. Oh. Das heißt, etwas wird passieren. Mir gefällt das hier alles so viel besser und als mit Umhang. Requiem. Ins Umfeld der Engelsburg eindringen und den Part in den päpstlichen Gemächer konfrontieren. Nicht entdeckt werden. Rodrigo Borgia. Papst, Anführer der italienischen Templer. Ist glaube ich derselbe Text wie im Vorgänger.
Juli des Jahres 1503, nach dem Tod von John Borgia, dem Älteren, lässt ein Tagebucheintrag des neuen päpstlichen Sekretärs darauf schließen, dass ein besorgter Rodrigo einen seltsamen Apfel, den er in einem Schreibtisch verschlossen aufbewahrte, aus dem Castello brachte. Verquerer und Verquerer. Konfrontieren wir Rodrigo. Komm zurück! Aha. Gleich am Anfang, das ist unglaublich. Da starte ich lieber nochmal. Das macht doch. Und hier waren ja das letzte Mal die Pferde, mit denen wir dann abgehauen sind. Es ist halt dieselbe Map. Die Engelsburg hat sich nicht verändert. Der Weg ist vielleicht nur ein bisschen anders. Ein paar Türen sind vielleicht zu. Will dem mal einen Bolzen ins Knie verpassen. Da wir den Schlüssel haben, brauchen wir nicht hochklettern. Ich muss den Papst sehen! Seine Heiligkeit wartet oben in der Burg in seinen Gemächern. Geh mir aus dem Weg! Da ist jemand sauer, weil er kein Geld mehr gekriegt hat. Das ist nicht meine Landung. Nicht runterfallen! Nein! Nein! Schnell hoch! Noch nicht alarmiert, noch nicht alarmiert! Uppassala! Das war knapp, Alter! So, schnell. Die Treppe müssen wir hinauf. Soll ich jetzt eigentlich einen Fallschirm nehmen? Warten wir jetzt, bis die weg sind.
Heilen! Der Kampf von oben. Hat jemand den Täter gesehen? Er ist von oben runtergefallen. So, drehen die gleich um oder gehen die einmal nur immer in die Runde? Schnell, 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 schnell. Den Weg in den Speiseraum finden. Ich verstehe das nicht. Ich hatte eine frische Ladung Cantarella bestellt. Es tut mir so leid, Signora. Der Papst hat es an sich genommen. Wo ist der Papst? Er trifft Cesare. Komisch. Er sagte mir nicht, dass Cesare zurückkehrt. Tja, Cesare hat auch was erfahren. Das war nicht geplant, dass er kommt. Nichts als Ärger. Wäre ich nur beim Stalldienst geblieben. Was für eine Familie der Papst hat. Hier geht's nicht hoch. Doch, hier ist doch der. Das ist doch. Jetzt geht er hier lang. Jetzt müssen wir uns durch den ganzen Raum hangeln, nur um da hochzukommen. So. So. Das war vorhin natürlich Lucrezia. Müsst ihr euch mal vorstellen. Stellt mal ich vor, ich hätte jetzt noch nicht diesen Handschuh geholt. Okay. Den brauchte man hier auch gar nicht. Wäre auch komisch gewesen, wenn man es sonst nicht geschafft hätte. Ach, da bin ich. Hier bin ich jetzt. Da ist der Kerker. Genau. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Geht's hier hoch. Steht da einer? Da stand einer oben. Ein Bücherregal hoch.
Jetzt sind wir hier im Hof. Guck mal, hätten sie sofort gesagt, wir müssten hier hin. Da hätte ich auch wieder durch die Wand über die Wand klettern können. Hätte ich mir das hier ganz sparen können. Das ist so umständlich wieder. Aber man muss ja den Weg folgen. Guck, dann wären wir nämlich da wieder hoch. Wären wir von da wieder hochgekommen. Dann wären wir schon sofort hier.